Was geht ab, Leute? Willkommen bei der Außenseiter mit dem neuen Video. 50 plus 1 Facebook-Sprüche mit super YouTube-Stars. Yeah! Woo! Und los geht's. Bam. Warum sollte man 3 Minuten telefonieren, wenn man das 8 Stunden per WhatsApp klären kann? Wenn ich die Schokolade im Dunkeln esse, finden mich die Kalorien vielleicht nicht. Leute, ich bin doch nicht blöd. Ich habe nur Pech beim Nachdenken. Wenn die Tabaksteuer von Rauchen abschrecken soll, soll dann die Lohnsteuer auch von Arbeiten abschrecken? Ich bin nicht zickig. Du machst nur nicht das, was ich dir sage. Wieso hängen bei Zahnärzten eigentlich immer Zähne im Fenster? Bei Urologen hängen doch auch keine Schwänze drin. Es gibt 2 Wörter im Leben, die euch alle Türen öffnen. Drücken und ziehen. Früher hatte ich Angst im Dunkeln. Aber wenn ich heute meine Stromrechnung sehe, Licht. Gestern beim offenen Fenster geschlafen. 1384 Mücken gefällt das. Ich habe mein Tagebuch weggeworfen. War einfach zu krass. Wer feiern kann, kann auch weiter feiern. Ich habe gar nicht so viel Arsch, wie man mir lecken könnte. Ich habe nichts gegen ein geistiges Duell, aber wie ich sehe, sind sie unbewaffnet. Per SMS Schluss zu machen. Boah, das ist echt billig. Ja, aber mit WhatsApp ist kostenlos. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ich bin das Buch, welches immer angefangen, aber nie zu Ende gelesen wird. Ach, die Wahrheit kann warten. Die ist das schon gewohnt. Scheiß auf den Prinzen. Ich nehme lieber das Pferd. Wenn man nicht schlafen kann und ganz leise ist, dann kann man den Kühlschrank flüstern hören. Komm, ist noch was. Komm schon, ist noch. Ich hab noch voll viel drin. Komm, ist noch ein bisschen. Das Leben ist zwar kein Ponyhof, aber geritten wird trotzdem. Wer eine Jogginghose trägt, hat schon längst die Kontrolle über sein Leben verloren. Spruch von Karl Lagerfeld. Wenn ich schlechte Laune habe, dann stelle ich mir immer vor, wie Wolverine aus X-Men versucht, Strohhalm in die Capri-Sonne reinzustecken. Männer hören alles, nur nicht zu. Meine Freundin ist nach dem Schreien in die Küche gerannt. Und ich sag euch, die kocht vor Wut. Besser arm dran als arm ab. Viele wünschen sich übermenschliche Fähigkeiten. Sie sollten es aber erstmal mit Menschlichkeit probieren. Einer der seltensten Superkräfte der Welt heutzutage. Ich bin so verrückt nach dir. Ich wusste doch, dass mit dir etwas nicht stimmt. Ich sag euch, aus Liebe macht man echt mal so ganz komische Sachen. Ja, manche heiraten sogar. Nach 3 Wochen Beobachtung muss ich Mama echt recht geben. Der Abwasch macht sich wirklich nicht von alleine. Erstaunlich, dass Leute mit wenig Ahnung viel Meinung haben. Der Mann ist Chef im Haus. Solange die Frau nicht zu Hause ist. Shit. Ich habe schon so viel Negatives über die bösen Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen, da habe ich beschlossen aufzuhören mit dem Lesen. Ich habe mich heute gewogen. Ich bin definitiv zu klein. Meine Nachbarn hören echt gute Musik. Mir egal, ob sie wollen oder nicht. Beschreibe dich mit einem Satz. Faul. Ich brauche keinen Mittelfinger, ich mache das mit den Augen. Warum eigentlich ins Irrenhaus, wenn es zu mir näher ist? Häng dich auf und setz dich daneben. Für bestimmte Menschen gehe ich ohne Scheiß bis ans Ende der Welt. Aber für andere nicht mal das Telefon. Ich bin nicht oberflächlich. Ich habe auch hässliche Freunde. Alkoholiker werden zwar nur halb so alt, dafür sehen sie aber alles doppelt. Lieber Mobilfunkanbieter, Sie erhalten jetzt die Zahlungen meiner Rechnung in reduzierter Geschwindigkeit, da das Zahlungsvolumen meines Kontos erreicht ist. Manche Leute denken, ich war eingebildet. Dabei gibt es mich wirklich. Ich bin sicher kein Rassist. Rassismus ist ein Verbrechen und Verbrechen begehen nur Ausländer. Wir stecken alle in der Scheiße, bloß die Tiefe ist unterschiedlich. Schade, dass am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig ist. Ich habe mich entschieden und sage, vielleicht. Chef meinte, ich soll dem neuen Azubi zeigen, was ich den ganzen Tag so mache. Er meldet sich jetzt auch bei Facebook an. Was ich von dir halte? Am besten Abstand! Ich gehöre zu der Gruppe der Besserverdiener. Ich verdiene Besseres. Ich bin nicht faul. Ich bin nur körperlich konservativ. Wer anderen in den Arsch kriegt, trifft dort meistens auch noch bekannte Gesichter. Das Blöde am Leben ist, dass auch Arschlöcher mitmachen dürfen. So wie ich. Wollen Sie mit dem Chef sprechen oder lieber mit jemandem, der sich auskennt? Natürlich gibt es auch Männer, die richtige Krieger sind. Das sind dann aber eher die nichts auf die Reihe Krieger. Bei manchen Frauen frage ich mich, ist das Schminke oder hat sie beim Paintball verloren? Per SMS Schluss zu machen. Das ist echt billig. Ja, aber mit WhatsApp ist kostenlos. Yo Leute, wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und gebt mal schön Daumen hoch, wenn ihr wollt, dass wir mehr alle zusammen machen. Vielleicht auf anderen Kanälen oder so. Also sagt mir Bescheid, alle Kanäle sind in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns bald wieder. Haut rein, bleibt schön und gesund. Tschüss.